Hallo Leute, heute hier in Elektrotraining in 5 Minuten. Ein Video und zwar zum Thema Notebook im Studium. Was kann ich euch nach 16 Semestern empfehlen? Los geht's! Ja, also Semester 1 bis 10 habe ich mit diesem Notebook hier verbracht. Das ist ein 12 Zoll Notebook. Es läuft immer noch, wie ihr seht. Vorteil hierbei ist, es ist sehr kompakt gewesen. Und dann, also bis jetzt sozusagen, verwende ich dieses Notebook, was ihr hier seht. Ja. Dieses Notebook hier. Das ist ein 15 Zoll. Das ist das, was ich jetzt bis jetzt immer verwende. Und das hier. Das ist jetzt einfach nur zum Vergleich ein 17 Zoll Notebook meines Vaters. Ein Notebook meines Vaters. Ja, auf was sollte man aufpassen? Was sind meine Erfahrungen so in der ganzen Geschichte, in der Art? Ich habe ein Studium Elektrotechnik gehabt und da war Rechenleistungsaufwand oder grafischer Aufwand relativ gering, weil es waren immer Simulationen, also die Simulationen, Schaltungssimulationen, was weiß ich, Einschaltvorgänge, wie auch immer, MATLAB und so weiter. Ist auf diesen Geräten alles wunderbar gelaufen, also da ist die große Rechenleistung nicht vorhanden gewesen, die habe ich nicht gebraucht. Meine Notebooks habe ich hauptsächlich verwendet in der Vorlesung, um PowerPoint aufzumachen, so blöd wie es klingt. Und deswegen kann ich euch sagen, fürs reine Elektrotechnikstudium, wie gesagt, Achtung, reine Elektrotechnikstudium. Reicht eine Kiste, sage ich mal, so um die 500 Euro rum. Da braucht ihr keine High-End-Geräte nicht, das braucht es einfach nicht. Weil man muss auch immer damit rechnen und damit, ja, rechnen wirklich. Wenn das Teil runterfällt und kaputt ist, dann ist das hier irgendwie schon schlecht. Was in der Vorlesung extrem wichtig ist, ihr seht es vielleicht an diesem hier, das ist kein entspiegeltes Display, sondern ein gespiegeltes. Das spiegelt wie nichts, also es spiegelt katastrophal, es ist wie ein richtiger Spiegel schon. Also das muss ich ehrlich sagen, das kann man wirklich als Spiegel verwenden. Und gerade wenn es ein bisschen sonnig ist, man sitzt draußen irgendwo, ist es katastrophal. Der hat sich hier noch abgeschaltet. Also ich würde auf jeden Fall zum entspiegelten Display raten, wenn ihr die Wahl habt. Und von der Größe her, ich weiß, die aktuellen Teile sind relativ klein, also flacher schon. Und haben trotzdem wesentlich mehr Leistung wie die Teile hier. Was gut ist, also gerade zum Tippen, das ist, wo ich besonders aufpasse, ist immer, dass dieses Schalt hier, diese Eingabetaste, dass die groß ist. Weil da gibt es mal eine Tastatur, da ist die irgendwie so nur klein. Das ist störend, also auf das würde ich aufpassen bei der Tastatur. Und wenn ihr ein 15 Zoll Notebook hier, wie das da nehmt, dass hier ein extra Nummerblock ist. Weil der ist schon sehr. Das ist meines Erachtens schon sehr cool, so einen Nummernblock hier zu haben. Auch wenn ihr testen könnt, ist dieses Mauspad hier, dass das sauber funktioniert. Und da gibt es auch qualitative Unterschiede hier, die einzelnen Mauspads. Was ist hier? Bin ich jetzt hingekommen? Nee, also da gibt es auch Unterschiede. Das vielleicht, wenn ihr es vorher testen könnt, ihr wisst nicht schlecht. Dann zur Schnittstellenthematik. Da muss ich wirklich sagen, ich weiß, es gibt immer die neuen Notebooks, die haben nur noch irgendwie so einen kleinen Universalstecker und da müsst ihr einen Adapter drauf stecken, dass ihr VGA, HDMI und so weiter habt. Das finde ich ganz ehrlich gesagt scheiße. Sag ich, wirklich muss ich raus sagen, finde ich echt nicht optimal gelöst. Wenn ihr euch ein Notebook kauft, schaut, dass ihr ein Notebook bekommt, dass die Schnittstelle hier HDMI hat, für die modernen Beamer in den Hörsälen. Und auch gleichzeitig VGA für die, sagen wir mal, alten Beamer, also auf der Standard noch hat. Was auch wichtig ist, USB, Anschluss und Netzwerk, ein Ethernet, also ein RJ45 Anschluss. Das sind die Anschlüsse, was ihr braucht. Also USB 3.0 wäre nicht schlecht, hat jetzt der hier nicht, der auch nicht, der, ich weiß gar nicht, hat es aber auch. Das ist hier meines Erachtens sehr wichtig. So, jetzt zur Größe. Also das hier ist ja ein 17 Zoll, so wie ihr sehen könnt, 17 Zoll ist meines Erachtens, ihr müsst das Teil jeden Tag rumschleppen, ist zu groß. Also muss ich ehrlich sagen, 17 Zoll würde ich mich echt distanzieren. Und
15 Zoll, so im Nachhinein, ist besser als hier die 12 Zoll, weil 12, wenn man gerade ein Visual Studio offen hat, einen großen Quelltext hat, schwierig. Also da, oder eine große Schaltung oder wie auch immer, Excel offen hat, die 12 Zoll, irgendwann man kommt an Grenzen. Es geht, man kann sich durchfriemeln, aber es ist, man kommt an Grenzen. Deswegen Tendenz 15 Zoll würde ich empfehlen. Dann, was ich euch auch noch empfehlen kann, wie gesagt, hier auch wieder mit Schnittstellen HDMI und VGA. Meines Erachtens ultra wichtig, also dass diese beiden Dinger sind, weil das funktioniert dann. Wenn irgendwas gibt, also ich, wenn im Vorlesungsraum gehe und halte eine Vorlesung, entweder HDMI oder VGA, hier brauche ich keine Adapter, hier kann ich einfach das anstecken, was funktioniert. Das ist schon mal nicht schlecht. Also das, die Thematik hier. Dann weitere Thematik, was ich als ultra wichtig finde, ist eine ultra lange Laufzeit des Akkus. Das hat der hier, wie ich den neu gekauft habe, hat es geheißen, glaube ich, 12 Stunden war der angegeben. Ich hoffe 12 Stunden oder 8 Stunden. Weiß ich jetzt selber nicht mehr, auf jeden Fall. Also 8 Stunden, guckt drauf, 8 Stunden, dass ihr so ein Gerät habt, das relativ lang hält. Im Sinne, das ist der Pavilion DM1, wäre das. Das sind die ganzen technischen Details. Ist aber total veraltetes Teil eigentlich schon mittlerweile. Hat damals 400 Euro gekostet. Also, aber hat absolut gereicht. Für Elektrotechnik hat absolut gereicht. Ich habe keine grafischen Anwendungen gebraucht. Wenn ihr irgendwie Maschinenbaukonstruktion drin habt, dass ihr SolidWorks braucht, dann sind diese Teile, das kann ich euch gleich sagen, zu schwach. Für SolidWorks, da müsst ihr schon, sage ich mal, 800-900 Euro ausgeben, dass ihr hier SolidWorks-Anwendungen laufen lassen könnt. Also das vorher, schaut in euren Studienplan, habt ihr Konstruktionsfächer? Wenn ja, dann müsst ihr höher in höhere Preisklassen mit Grafikkarten dementsprechend einsteigen. Wie gesagt, Laufzeit ist mir sehr wichtig. Auch von dem hat eine relativ hohe Laufzeit, weil es ist oft so, dass ihr in der Vorlesung irgendwo sitzt, wo es keine Steckdose gibt und da müsst ihr 90 Minuten irgendwie überbrücken können. Das ist meines Erachtens schon ja, wichtig. Deswegen achtet auf die Laufzeit. Und was kann ich sonst noch sagen? Ja, zum Thema Surface und Display wegstecken, umbauen, wie auch immer, finde ich, das ist eine Spielerei. Wer das Geld hat, kann man gerne machen. Mir ist es einfach zu teuer. Und vor allem, wenn es kaputt geht, weil das Teil ist in täglichen Gebrauch. Und da muss ich wirklich sagen, kauft euch eine Kiste, die wirklich was aushält, also die robust gebaut ist. Nicht irgendwie so ein Spielchen, sondern schon, weil ihr müsst aufklappen, zuklappen, aufklappen, zuklappen, aufklappen und so weiter. Die Kanten hier, das ist hier alles immer ziemlich, dass das was aushält. Ihr seht schon, mir auch hier die Kante schon. Das ist ein bisschen, nein, mit der Zeit, das gehört dazu. Zum Thema Tasche. Ich muss jetzt kurz, hole ich mir eine Tasche. Was ich immer verwende hier. Und zwar verwende ich hier immer sowas, so Soft. Teile. Seht ihr, das hat jetzt hier 18 Semester hinter sich, aber sieht immer noch gut aus, weil da ist die Ecken geschützt und da packe ich es einfach wie so ein, wie ein großes Buch einfach rein in die Tasche. Fertig. Und ja, Betriebssystem, also ich bin hauptsächlich Windows-Fan, aber das sind die Geschmäcker unterschiedlich. Da möchte ich jetzt hier auch keine Meinungen schüren, was besser, was schlechter ist, weil da gibt es immer zwei Fronten, die iOS-Front und also die Mac-Front sozusagen und die Windows-Friends, müsst ihr entscheiden, was der Geldbeutel ist, was euch lieber ist. Da kann ich euch, sage jetzt nichts dazu. Ja, und so kommt ihr eigentlich durch Studium sehr gut durch mit einem Notebook. Ja, Leute, das war's. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt mal drunter, was ihr für ein Gerät im Studium verwendet, wie eure Erfahrungen sind, würde mich interessieren. Ansonsten kann ich nur noch sagen, Daumen hoch, hier oben könnt ihr noch abonnieren und hier über mir geht es zu einem Video, hier unten auch und hier unten ebenso. Also macht's gut, tschüss und auf Wiedersehen, euer Alexander Wimmelektronik in 5 Minuten. Tschüss!